Ja, hallo liebe Leute, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist Part 2 an der Reihe unserer Video-Folge von Objective-C von Anfang bis Ende. Heute befassen wir, wie angekündigt, uns mit der If-Verzweigung und der For-Schleife. Ganz wichtig hier auch, oft wird die If auch als If-Schleife bezeichnet, was natürlich grundlegend falsch ist, sondern es eine If-Verzweigung ist. So kann man immer Streu von Weizen trennen, wenn man schon mit Programmierern spricht und auf deren Aussprache achtet. Deswegen If-Verzweigung. So, wollen wir auch gleich mal anfangen mit der If-Verzweigung. Was kann man mit If alles machen? Was ist If überhaupt? If ist eine Abfrage sozusagen. Habe ich einen Sack Kartoffeln? Wenn ja, dann sage, ich habe einen Sack Kartoffeln als Beispiel. Wenn ich keinen Sack Kartoffel habe, dann mache dies. Dann frage ihn, ob er einen Sack Zwiebeln hat. Hat er einen Sack Zwiebeln, dann sage, hab einen Sack Zwiebeln. So als Beispiel jetzt mal. Grundfundamentär, ich hatte gemerkt, dass auch viele Interessenten noch gar keine Ahnung von Programmiersprachen haben und deswegen probiere ich das auch aus den Grundzügen vom Verständnis her komplett zu erklären. Die If-Schleife. If-Schleife, ihr hört schon, jetzt komme ich selbst durcheinander. Die If-Verzweigung natürlich. Die If-Verzweigung setzt sich daraus zusammen, dass ich einen Vergleich habe, beziehungsweise einen True-Wert, der zurückgegeben werden muss, und eine Ausgabe daraus. Ich zeige euch das einmal. Wenn wir If eingeben, dann kommt auch gleich unser komplettes Statement aufgerufen, was wir mit Enter bestätigen können. Die Condition ist sozusagen der Wert, der True sein muss, sozusagen. Hast du einen Sack Kartoffeln? Wenn das stimmt, wenn ich einen Sack Kartoffeln habe, dann wird das Statement ausgegeben. Machen wir ein Beispiel. Wir haben natürlich hier in C keine Säcke Kartoffeln, sondern wir haben Variablen. Wir machen mal eine Variable, die wir als int deklarieren, die nehmen wir Pizza heißt, die den Wert 1 hat. So, jetzt fragen wir hier in dieser Condition ab. Das ist sozusagen die Abfrage, meine Frage. Der Wert, die Variable Pizza, hat die gleich, also den Wert 1. So, wenn dieses stimmt, wenn die Variable den Wert 1 hat, dann gebe bitte dieses Statement aus. Im Statement können wir jetzt x-beliebige Funktionen, Variablen, alles, was wir eigentlich in C benutzen können, auch hier benutzen. Hier geben wir jetzt eine einfache Ausgabe mit Print F. Enter bestätigen wir das. Setzen das in Klammern, zack, zacki, bumm, so und sagen, Pizza ist gleich 1. So, wenn wir dieses nun hier, ach, hier haben wir das Semikolon vergessen, ganz wichtig ist aber am Ende einer Abfolge das Semikolon. Wenn wir dieses nun starten, dann wird ausgegeben, Pizza ist gleich 1. Wenn wir jetzt die Abfrage sagen, Pizza hat den Wert 2 Fragezeichen, dann wird dieses natürlich hier nicht ausgegeben. Es erscheint nicht mal ein Output, weil hier gar nichts zutrifft. Die Pizza hat ja den Wert 1. Hier wird abgefragt, hat Pizza den Wert 2. Das stimmt ja nicht. Wir müssen hier ganz folgt aufpassen. Es gibt einmal zweimal Gleichstriche, das ist sozusagen der Vergleichsoperator, und einmal gleich. Dies ist eine Zuweisung, sprich Pizza, die Variable Pizza, erhält den Wert 1. Bei diesem hier wird verglichen. Hat Pizza den Wert 1? Fragezeichen. Versteht ihr? Nun können wir die Else-Verzweigung, beziehungsweise die If-Verzweigung noch mit weiteren Abfragen bestücken. Dies passiert, indem ich einfach hinter der geschweiften Klammer ein weiteres else-if setze. Hier kommt dann in meinen runden Klammern wieder die Abfrage und in den geschweiften Klammern, wie ihr auch in dem Beispiel davor seht, meine Antwort darauf. Else-if, und jetzt können wir hier eingeben Nudeln wieder. Bleiben wir beim Beispiel. Nudeln gleich 2. Jetzt müssen wir natürlich die Variable Nudeln auch nochmal deklarieren. Nudeln gleich. Also ein gleich 2. Und jetzt geben wir aus Print F. Nudeln haben den Wert 2.
So, ganz einfach. Wenn wir dies jetzt ausgeben, beziehungsweise hier wieder Semikolon setzen, altbekannter Fehler, ausgeben, dann erscheint natürlich hier unten, Nudeln haben den Wert 2. Die Verzweigung läuft so, dass sie so lange durchläuft, bis sie einen True-Wert findet. Wenn sie keins findet, verlässt sie die komplette Verzweigung. Findet sie eins, sprich findet sie die Pizza, die 1 ist, dann wird sie verlassen. Sprich, Pizza ist 1, richtig. Jetzt würde nur diese Zeile Code ausgegeben werden. Wenn wir dies durchlaufen, sehen wir, Pizza ist 1. Auch wenn diese Abfolge auch true zurückgeben würde und das hier ausgegeben werden müsste, wird dies nicht gemacht, da die if-Verzweigung halt, wenn sie ein true-Command gefunden hat, sprich, wenn 1 richtig ist, dann wird es verlassen. Dann wird diese Verzweigung verlassen. Haben wir ein Problem, das gar nichts von denen zutrifft, haben wir auch eine Lösung dafür. Das passiert mit dem else. Das else ist sozusagen die Default-Angabe. Sprich, wenn gar nichts davon zutrifft, dann wird dieses ausgegeben. Ich zeige euch das einmal mit printf. So, zacki, zacki, zack. Jetzt gehen wir aus. Nudeln haben nicht den Wert 2 und Pizza hat nicht den Wert 1. So, jetzt ändern wir das natürlich. Pizza setzen wir jetzt mal auf 10 und Nudeln auf 20. Und so dürfte dies nicht mehr stimmen. Jetzt müsste das else ausgegeben werden. Genau, Nudeln haben nicht den Wert 2 und Pizza hat nicht den Wert 1. Korrekt. Das ist die if-Verzweigung. Kurz und bündig erklärt. So, jetzt lasse ich euch das hier mal stehen, dass ihr noch eine Referenz dazu habt. Ihr könnt natürlich weitere unendlich viele else-if-Befehle beziehungsweise weitere Verzweigerungen einfügen. Also hier könnte vor dem else noch ganz viel weitere kommen. Wichtig ist nur, dass das if immer zuerst stehen muss und das else immer zuletzt. Else ist nicht Pflicht, aber das else dürfte jetzt nie hier zwischenstehen und dann kommt noch ein else-if. Das else ist sozusagen mal die Default-Antwort, die letzte mögliche, wenn nichts zutrifft, die immer dann ausgegeben wird. Jetzt haben wir noch das berühmte for. Das for, wenn wir es eingeben, kommt gleich das komplette Statement, was wir natürlich wieder mit Enter bestätigen. Was ist for eigentlich? For ist eine Schleife, sprich eine Abfrage, die auf Zuruf, wenn diese true zurückgibt, auch wieder in einer bestimmten Reihenfolge bzw. auf einer bestimmten Zahl etwas dauerhaft ausführt. Zum Beispiel, ich sage meiner Freundin, sie soll dreimal im Kreis rennen, dann rennt sie so oft im Kreis, bis sie dreimal im Kreis gerannt ist. So könnte man das auch mit der for vergleichen. Wir haben eine Intention, also ein Aufgriff eines Wertes, um es klar auszudrücken. Wir deklarieren einmal zum Beispiel int i, das könnten wir auch in der Vorschleife direkt deklarieren, indem wir den Wert, beziehungsweise ich würde sagen, wir machen es jetzt mal beispielsweise anders, wir deklarieren es direkt hier drin. Wir sagen int i ist gleich, sagen wir 1. Und jetzt ist die Condition, der Befehl, der sagt, wie lange es ausgeführt werden soll. Sprich, meine Vorschleife soll so lange ausgeführt werden, wie diese Condition stimmt. Sprich, i ist kleiner gleich 10. So. Und das Inkrement ist i++. Da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. In der ersten Zeile haben wir die Deklaration und die Wertzuweisung. Sprich, wir deklarieren die Variable i, die den Wert 1 erhält. Dies soll so lange ausgeführt werden, wie i kleiner gleich 10 ist. Also sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sprich, unsere Vorschleife wird 10 mal ausgeführt. Das hat nämlich den Grund, dass wir zum Schluss das Inkrement haben, das i++. Nach jedem Durchlauf müssen wir bestimmen, wie sich dieser Wert i erhöhen soll. Mit dem i++ sagt man einfach, rechne plus 1. Sprich, hier könnte jetzt auch stehen i gleich i plus 1. Das wäre genau das gleiche wie i++. Das ist die Kurzschreibweise davon. Um ein Beispiel zu machen, wenn ich jetzt hier schreibe printf, mit Enter bestätigen, das ist eine Ausgabe und dieses Ausführe sollte es 10 Mal ausgeführt werden. Hier machen wir nochmal kurz ein Backslash hin mit n,
führen dies nochmal aus und wir sehen, hier kommt 10 mal, das ist eine Ausgabe hin. Was geschieht dadurch, da i den Wert 1 hat, i so lange, dann geguckt wird, ob i das Condition erfüllt, sprich kleiner als 10 ist und dann wird sozusagen die Vorschleife einmal ausgeführt und dann wird i um 1 erhöht. So, das passiert dann ganze 10 mal. So, jetzt können wir dies auch nochmal vereinfachen, dass ihr seht, dass ich euch nicht anlüge. Wir geben hier zum Beispiel mal den Wert i aus, dass ihr seht, dass das von 1 bis 10 hochzählt. Damit machen wir, wie ihr auch schon im letzten Video kennengelernt habt, das Prozent d und deklarieren hier zum Schluss die Variable, die ausgegeben werden soll, was in diesem Fall i ist. So, wenn wir dieses jetzt ausgeben, dann sollte er hochzählen. Von 1 bis 10 sollte er dann hochzählen. Ich sehe aber gerade, das macht er nicht, weil wir einen Fehler hier drin haben. Dieser Fehler ist, genau, warte mal, wir beenden das hier nochmal. Zack. Und führen es jetzt nochmal aus. Build failed, expansion, xDrive. Ach, da führt das doch aus. Habe ich gar nicht gesehen. Tut mir leid, ich habe eben meine Zahlen übersehen. Ich dachte mir eben, hüps, wo ist denn der Fehler hin? Ist gar kein Fehler. Ich habe die Zeile eben nur bloß nicht gesehen. Hier steht jetzt eine 11, das ist gar keine 11, das ist sondern eine 1, 1. Sprich, wenn wir jetzt hier mal das hier alles mal auskommentieren oder löschen, wie wir das möchten, und dieses nochmal ausgeben, verschwindet gleich die erste 1 und erzählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somit seht ihr, dass dieses einwandfrei funktioniert hat. Mit der Vorschleife hat man halt die Möglichkeit, Routinen abzufragen und wirklich individuelle Programmiergeschehen zu wiederholen und diese auch abzufragen. Mit der If-Verzweigung können wir Sachen abfragen und diese auf die Richtigkeit bestimmen und dann bestimmte Sachen ausgeben. In dem nächsten Videotutorial befassen wir uns mit weiteren Abfragen und Schleifen. Da werden wir auf die Switch-Methode eingehen und auf die While und auf die Do-While. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch noch einen schönen Abend.